Hallo Leute, willkommen zurück bei Resident Evil. Wir befinden uns immer noch mit Chris im Garten. Haben hier nochmal ein Farbband gefunden, was ich sehr gut finde. In der letzten Folge ist Enrico gestorben. Er hat uns aber diese Winde hinterlassen. Die Sechskantkurbel. Oh, falscher Kamerawinkel, ja. So. Sehr schön gekurbelt, Chris. Sehr schön. Und da hinten ist auch das Kraut, das wir brauchen, um wieder voll zu werden. Ich habe mal auf den Magnum Revolver gewechselt, weil ich dachte, hier unten wird's doch gefährlich. Da bringt uns die Pistole nicht so weit. Oha. Der Flammenwerfer. Daran, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ach Gott. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Ja. Mit einer beherzten Flugrolle. Ich gebe Chris Redfield eine 8 von 10. Was? Und dann gibt es nur einen Pistolenladestreifen. Schweinerei. Bin mir relativ sicher, dass mit Jill hier Gewehrmunition lag. Ja, ich bin sehr entsetzt. Pistolenmunition haben wir jetzt mittlerweile wieder genug. Ja, könnten wir uns komplett durch das Labor ballern. Später, wenn wir Bock haben. War's schon? Okay. Das war doch unspektakulärer als gedacht. Kampfmesser, ne. Haben wir schon. Haben wir schon, brauchen wir nicht. Herr Flammenwerfer, ja schön. So. Hier ist was. Was ist denn hier? Blaues Kraut. Brauchen wir das? Nee. Lass eine Karte von Innenhof mitnehmen. Ja. So, ich überlege gerade, Sie haben die Karte von Innenhof. Schön. Unser Inventar wäre dann voll. Ja, Gucken wir mal. Schauen wir mal, was hier noch ist. Ah ja, okay, den Flammenwerfer muss ich hier ablegen, damit die Tür aufgeht, oder? Ja, eine Art mechanischer Haken. Derzeit hängt nichts dran. Gucken wir mal kurz. Ja, die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Genau. Flammenwerfer ablegen. So, ja gut, da die Spinnengefahr jetzt vorbei ist, gibt's. Ich glaube, es gibt keine Gegner mehr, die mich vergiften können. Glaube, das war der letzte große Gegner.
Manchmal bringt sie Flucht nach vorne. Ah ja, genau, das Rätsel hier ist ja relativ simpel. Stell mir das halt auch so vor, so bei Umbrella-Wissenschaftlern. Ja, warum bist du heute zu spät zur Arbeit? Ja, ich habe mit den Rätseln des Hauses, kam ich nicht so klar. Die waren alle so schwer. Das ist bestimmt so Umbrella-Aufnahmeprüfung. Einmal alle Rätsel des Hauses schaffen. Wer es nicht packt, wird den Zombies zum Fraß vorgeworfen. So, dreh dich, bunter Kreisel. Ja, sieht schon mal gut aus. Hast dich gut gedreht, ja. Genau, danke. Danke fürs Drehen. Ich fühle mich, I feel pretty much turned. So. Ich werde mich das Ding jetzt gleich nochmal drehen, aber es ist okay für mich, ich kann damit leben. Vielleicht auch nicht. Oh, jetzt das Ding nur nicht so weit an die Wand schieben. Müsste passen. Ah, okay, so viel dazu. Noch ein Müh. Oh, das war kein Müh. Aber wir versuchen es trotzdem. Okay, reicht anscheinend. Nice. Der Zylinder. Tja, was soll ich sagen? Ich muss jetzt wieder den Flammenwerfer aufnehmen. Das heißt, wir haben leider keinen Platz fürs blaue Kraut. Ach Gott, hier ist auch nochmal ein Health Pack. Tja, kein Platz. Aber Heilungsobjekte haben wir ja, wie gesagt, genug. Obwohl andererseits, wir gucken einmal. Wir können das ja sofort benutzen. Wir sind ja hier auf Warning. Wir würden uns das ja eh nicht holen. Seien wir doch mal ehrlich. Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen. Genau, prüfen. Es enthielt ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, schade um das Erste-Hilfe-Spray. Aber wir kommen hier sonst nicht raus. Wenn wir es nicht benutzen. Denn wir müssen den Flammenwerfer aufnehmen. Ja. Was ist eigentlich mit Leuten, die jetzt hier das Inventar voll haben an der Stelle? Also jetzt kein Heilspray haben. Wäre richtig mies, wenn die jetzt hier einfach ihre Moon verschießen müssen. Obwohl andererseits, man muss den Flammenwerfer ja bis da haben. Obwohl doch, der Flammenwerfer kann ja den vorletzten oder kann ja den letzten Inventarplatz belegen. Und dann nimmt man dieses komische Zylinder-Kopfstück-Ding auf. Da kann man den Flammenwerfer ja dann nicht wieder aufnehmen. Wow! Wow! Magst du das Ding da drauf tun? Jetzt gerade alle Tasten gehämmert. Ich dachte nur, lass mich in Ruhe. Da ich jetzt nicht so ganz mit gerechnet, dass da jetzt noch jemand kommt. So, das brauchen wir nicht mehr.
wir auf jeden Fall auch nicht mehr benötigen. Genau. So. Ich überlege gerade. Ja, drei freie Inventarplätze. Nehmen wir noch was mit. Ah, nee, was mitnehmen ist für Weicheier. Ja, auch speichern und so ist ja auch für Weicheier. Genau, gut, dass wir die zwei Hunter hier gekillt haben. So, ja, Stromzufuhr für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Genau, das Dingchen raus. Röhre mitnehmen. Kombinieren. Prüfen. Wir müssen die Kombination richtig eingeben. Kombination ist 1. Nee, Quatsch. Wir müssen 4, 2, 3, 1 von links nach rechts lesen. 4, 2, 3, 1. Ja, die 4, die 2, die 3 und die 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Na dann, Chris, los geht's. Chris fährt auch alleine runter. Jill fährt zusammen mit Barry. Ich meine, Wesker könnte uns ja wenigstens mal irgendwie hier so einen Besuch abstatten. Könnte ja mal sagen so, hallo, hier bin ich. Ich bin der Wesker. Kennt ihr mich? So, hier ist dieses Müllzerkleinerungsding. Ach, hier ist nochmal eine Truhe. Okay. Das ist ja witzig. Ist ja witzig. Viele Heilobjekte haben wir jetzt eigentlich zwei. Hier, nee, also sind auch zwei grüne, okay. Zwei, drei. Ja, dreieinhalb könnte man sagen. Plus das, was ich jetzt rausgenommen habe. Ja, ich denke mal zur Sicherheit. Wir haben ja hier unten noch nicht wirklich gespeichert, obwohl doch, haben wir. Kurz nachdem Enrico gestorben ist. Ach ja, hier sind wir. Hier ist nämlich die gute Alma. Oh, hier sind Heilkräuter, okay. Vielleicht doch mal später welche davon mitnehmen. Oh. Mit der legen wir uns nicht an. Ich meine, hier hoch, wenn wir auf die Kisten klettern, müsste noch was sein. Ja, wunderbar. Ach, ehrlich, Pistolenladestreifen. Bin ehrlich gesagt froh, dass ich viele Hunter umgangen bin, weil Pistolenladestreifen, sorry, aber geht's bitte ein bisschen unnützer? Zum Transport vergessen. Können uns auch nicht bewegen, bis die Kiste außer Sichtweite ist. Chris schaut halt gerne immer noch leeren Kisten nach, die da im Horizont verschwinden.
Ach, guck an, hier ist sie schon. Wir nehmen nur ein Kraut, habe ich mir beschlossen. Sorry, Alma, ich würde gerne mit dir spielen, aber mein Arzt hat gesagt, das ist nicht gut für mich. Vielleicht hole ich mir das andere Kraut beim nächsten Mal. Pistolenladestreifen. Ja, 70 Schuss für die Pistole, das ist halt. Damit können wir den Endgegner machen. Schieben, schieben. Schön, wie sein Kopf manchmal in der Kiste verschwindet. Ein Müllschlucker, da ist ein Schalter drücken. Jups. Ein Flammenwerfer. Ja, ein defekter Flammenwerfer, war ja klar. Einmal Flammenwerfer muss ja halt reichen, ne? Ah ja, gut. Der andere Flammenwerfer hat ja gereicht, um die Spinne zu eliminieren. Das, ja, war für mich schon mal viel wert. Jetzt mal gucken, dass wir nicht. Genau, sie kommt nämlich daher. Alles klar. Dann gehen wir kurz mal ein bisschen langsamer, damit sie uns ein bisschen folgen kann. Nicht, dass sie gleich auf halbem Weg umdreht. Das wäre nämlich blöd. Damit können wir nämlich nicht kalkulieren. So, jetzt nehmen wir das zweite Kraut hier doch noch. Ah, da ist die Tür. Da ist sie doch umgedreht, die gute Alma. War sie doch schlauer als erwartet. Okay, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier zur Tür rennen. Und den Flammenwerfer rechtzeitig drauflegen, bevor die Haken sich wieder verschließen. So, gibt's hier noch was zum Plündern? Selbst wenn, ist es mir egal. Genau, hier in dem Raum gab es doch bestimmt was mitzunehmen. Frage ist nur, wo? Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Sagt, dass es hier definitiv was gibt. Riesige alte Puppen sind alle verblasst und abgenutzt. Ja, Leute, ich weiß es nicht. I don't see that. Naja, gut. Oh, Schlangen. Okay, da war doch noch was, was mich vergiften kann. Schmuckkasten auf jeden Fall mitnehmen.
Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Dieses Bett ist noch warm. Ah, okay, das ist wohl der Raum hier insgesamt. Alles klar. Das muss man ja auch erstmal wissen. Kiste geht auf und ein Metallobjekt. Steinring. Also wie gesagt, wenn ihr den Text vorgelesen haben wollt, schaut euch mein Jill Let's Play an. Weil ich ursprünglich versucht habe, hier mit Chris eine gewisse Zeit einzuhalten. Was jetzt nicht so ganz geklappt hat. So. Ich kombiniere jetzt nochmal die zwei grünen Kräuter hier. Eine reife Witte der alter Fässer. Und das blaue Kraut nehmen wir auch mit. War gar nicht so die gute Idee, das blaue Kraut mitzunehmen. Obwohl doch. Ich dachte jetzt gerade, wir kommen woanders hoch. Aber wir kommen ja jetzt durch die Berghütte. Ich nenne sie jetzt mal die Berghütte. Ich überlege, ob es schlau wäre, jetzt zu speichern. Na, wir haben zumindest schon relativ lang nicht mehr gespeichert. So, ich würde sagen, wir packen das in die Kiste. Holen uns dann aus der Kiste das Metallobjekt. Und wisst ihr was? Wir speichern. Ich würde auch sagen, für die Folge war es das dann. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann.